verdammt. Jupp, da fallen noch ein paar runter. Na gut. Hilft ja nix. Gehen wir wieder. Ach, hier ist ja auch ein Bett. Komm, legen wir uns eben hier rein. Brauchen wir nicht bis ganz hinten. Brauchen wir nicht so weit laufen. Und ich brauche mal jetzt hier nicht das Weed, sondern die Brote. Hier sind sie. Dann verknusere ich nochmal zwei davon. Scheiße, Mann. Vor allem ist das halt ein mega Bug, dass es da überhaupt so dunkel ist, ne? Und das ist halt das Traurige. Schön, wie sie alle springen. Komm schon. Ja, schub seinen Kumpanen runter. Und du stirbst auch. Jawohl. Da kommen noch zwei. Ich bin auch zu nah dran eigentlich. Die triggern mich doch. Die triggern mich trotzdem. Lustig. Alter, wie viele da unten jetzt sind. Krass. Ich schwimme mal kurz ein Stück weg. Schwimme vor allem. Ich... Was wollte ich jetzt machen? Wo sind die denn? Ach da. Die Dinger wollte ich. So. Jetzt könnte es klappen. Skelettmänner sind weiter weg. Ich bin gerade ein bisschen stiller, weil ich mich gerade mega konzentrieren muss. Ob dieser... Ah, verdammt, ich habe mich so verladen gerade. Ich habe mich so erschreckt gerade. Mist. Boah, ich habe mich so erschreckt gerade, als er auf mich geschossen hat. Mann, 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 das ärgert mich schon wieder. Oh, das dritte Mal in einer Folge, ne? Das kann doch nicht angehen. Du verpiss dich, du Mini-Ding. Kommst mir eh nicht hinterher. Scheiße, ey. Oh, das schwimmt doch hoch. Wie geil das aussieht. Schwimmen mit dem Strom, mein junger Padawan. Ich wusste gar nicht, dass sie das können, dass sie... Ah, er ist gerade ertrunken. Alter, da kommt noch einer. Das ist ja wie bei Findet Nemo mit dem Strahl, mit dem Strom da. Mit dem nordatlantischen Strom-Ding da, wo man mit den Schildkröten rumfliegt halt. Rumschwimmt. So, jetzt muss ich hier schnell vorbeilaufen. Geronimo! Scheiße. Ich bin der Beste. Ich bin echt ein Held in diesem Spiel. Das muss ich jetzt immer wieder sagen. Ich wollte um die Kurve laufen und bin runtergefallen. Okay, viertes Mal in einer Folge Platsch. Wunderbar. Ich kack ins Essen. Echt, ich kack wirklich ins Essen. Mann, ich will jetzt auf diese Kackinsel da drauf, wie das aussieht da. Voll von zwei Seiten rangebaut. Nee, ich will da... Na, kommt der hoch? Ja, er kommt hinterher. Mann, ich will da jetzt drauf, verdammt. Es ärgert mich so sehr, dass ich da jetzt wieder runtergefallen bin. Vor allem nur, weil ich, ja, so langsam war. Und nicht um die Ecke gekommen bin. Vielleicht sollte ich erstmal eine andere Insel erkunden, bevor ich auf diese blöde Insel da drauf gehe, wo diese scheiß Skelettmänner rumhängen. Ein Hühnchen. Das müsste ich mal tamen. Kriegen die mich hier? Scheiße. Wow. Ich wollte das Hühnchen mit dem Weizen jetzt rüberlocken. Aber dafür musste ich die... Jetzt ist es runtergefallen, ne? Ja. Nein, doch nicht. Wow. Nicht schießen. Ach, das andere nicht schießen, verdammt. Ich gehe. Hat ja keinen Sinn hier. Verdammt. Voll ärgerlich, ey. Ohne Scheiß. Wieso hakelt das eigentlich gerade? Ach so. Ach, das ist ja lustig. Oder? Na, komm, mach. Nee, hat nichts damit zu tun. Okay. Ich führe gerade Selbstgespräche. Sorry. Egal, so, unser Haus sieht eigentlich ganz cool aus, soweit, ne? Also,
Ja, das Fenster da vorne ist halt ein bisschen, naja, mehr schlecht als recht. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz schnieke, das Hütchen. Auch mit diesem. Was? Dein Scheiß Ernst? Dein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock mehr gerade. Das ist doch nicht. Och Mann, das ist doch nicht wahr. Boah, dieses Mistvieh, ey. Dieses unglaubliche Mistvieh von einem Creeper. Da kommst du nach Hause, denkst dir nichts Schlimmes, denkst, hey, Feierabend. Kannst jetzt ein bisschen chillen oder so. Nee, das war falsch, so. Und dann hängt da dieses Mistvieh von einer Gestalt rum. Ich kacke ins Essen. Ich hab echt. Ich. Nein! Ich komme da gerade nicht drauf klar, ne? Ich komme da nicht drauf klar, auf diese Hässlichkeit gerade. Blödes Mistvieh, ey, das gibt's da nicht. Boah, regt mich das auf. Wie war denn das jetzt? So, hier. Und dann brauche ich normales Wood. Ah nein. Falsch, hier müssen Slabs hin. Mist. Oder? Nee, doch nicht. Ist doch richtig, ja. So, ne? Ja, und hier müssen Slabs hin. Neun werden nicht reichen. Boah, jetzt werde ich gerade ein bisschen dröge, ehrlich gesagt, so was meine Moderation angeht. Also Moderation in Anführungszeichen natürlich. Das, was ich hier tue. Alter, ey. Ist echt nicht normal. Ist echt nicht normal, ohne Scheiß. Was für eine Mobbing-Folge ist das denn heute? Ich werde pur gemobbt heute in der Folge. So. Jetzt hier. So. Und da dann noch einmal, ups, so ein Rahmen rein. Und hier fehlt eine Fackel. Ja, und hier muss ich wohl auch ein bisschen besser ausleuchten jetzt. Irgendwas ist hier auch. Ist das, stimmt das so? Ja, das stimmt so, okay. Ah, hier fehlen auch zwei Steine. Na toll. Muss ich mit der Cobblestone Stone herstellen? Das ist ja auch blöd. Oh Mann, ey. Ja gut, hier ist es wirklich zu dunkel. Das ist wohl wahr. Was ich mit dem Raum hier mache, weiß ich auch ehrlich gesagt doch gar nicht, ne? Ich habe jetzt hier so einen riesen Raum. Naja, ist erstmal einfach nur Dachboden. Vielleicht machen wir später da hinten so einen Durchgang und dann geht's woanders hin oder so, keine Ahnung. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal möchte ich sowieso irgendwo. Irgendwo möchte ich jetzt langsam mal Sand finden, damit ich mir hier auch mal Glas basteln kann. Das wäre echt mal formidabel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, was für eine Mobbing-Folge. Echt, ohne Scheiß. Ist der Wahnsinn. Nein, nicht Weed essen. Brot essen. So. Was für eine unglaubliche Mobbing-Folge. Ich komme da nicht drauf klar. Boah, ey, was für ein Abfuck. So, was wollte ich jetzt machen? Ups. Ich baue mich mal in eine andere Richtung. Und zwar baue ich mich jetzt einfach mal nach da, zu dieser Eis, zu dem Eisding da. So. Immer schön dran setzen. Da unten sind unsere schönen Kühe, die ich mal in unserem Gatter hatte, bis dieser hässliche Creeper kam. Creeper sind echt. Eine Plage. Einfach nur eine Plage. Keine Frage, Creeper sind voll die Plage. Da unten das ewige Eis, wo wir beim letzten Mal auch gestanden worden sein. Alter, da ist ja schon wieder so eine Party. Was bist du denn?
ist er denn? Was soll das sein? Was hat der für eine Torte auf dem Kopf? Hä? Was war das denn jetzt? Sehr merkwürdig. Irgendwie wie so ein Geist ein bisschen, ne? Einfach wieder verschwunden jetzt. Ich kann es nicht zuordnen. Oh, ich habe keine Dings mehr und es wird schon wieder... Was ist denn mit dem Tag-Nacht-Zyklus hier? Das können doch keine 10 Minuten gewesen sein jetzt. Ich bin doch nur von da drüben hier hingekommen, wurde gesprengt und mein Haus ist kaputt. Das sind doch keine 10 Minuten. Nix WW. Oh Mann, ey. Ist alles sehr komisch hier. Auf einmal steht da eine dubiose Gestalt da hinten. Guckt man sie länger an, verschwindet sie einfach. Nein! Nein! Ich habe den Enderman angeguckt. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist er? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte ihm doch nicht in die Augen gucken, Mann. Aber er scheint einfach abgehauen zu sein. Scheint ihn nicht weiter zu kümmern. Meine Maus hakelt immer noch, ey. Das ist zum... Oh, ich habe gar keinen Cobblestone mehr. Ach krass, ich habe meinen ganzen Cobblestone verbaut? Ist ja Wahnsinn. Ah, muss ich ja mal wieder ein bisschen... Inselvisite machen. Wahrscheinlich kommt er jetzt, wenn ich hier... Dann sterbe ich. Wenn der jetzt kommt und mich runterschubst, dann bin ich sowas von tot auf dem Eis. Oh, da war wieder ein Oktopus. Alter, was ist das denn für ein schwarzes Loch da unten? Voll gefährlich sieht das aus. Ist aber, glaube ich, nur der Schatten praktisch von der Welt, von der Insel hier oben über uns, über mir, neben mir. Da ist noch ein Enderman, den gucke ich aber jetzt echt nicht an. Das muss gar nicht sein. Oh Gott, auf dem schmalen... Aua! Na toll, auch noch ein Skelett, Mann. Wow! Alter Falter, ey. Wo ist mein Bogen? Scheiße, ich habe den Enderman getroffen. Das war keine gute Sache. So, erhellen wir die Insel mal ein bisschen. Hier haben wir auch wieder ein... Ach man, die Maus! Mann! Nervt mich das, dass die so hakelt. So. Und ein bisschen Cobblestone. Ich grab mich mal ein bisschen hier rein, einfach damit ich ein bisschen was habe. So in alle Richtungen ein bisschen. Oh, ich dachte gerade, ich hätte was Cooles gefunden, aber es ist nur ein... Aber hier können wir uns dann hochbuddeln, hochschwimmen mal, da brauchen wir nicht mehr buddeln. So, und hier in die Richtung nochmal. Einfach nur, weil ich Cobblestone brauche und um die Insel komplett zu erforschen. Müsste ja gleich auch wieder rauskommen da, ne, da hinten. Kann ja nicht mehr weit sein, bis ich da hinten rauskomme, oder? Ah. Voll der gute Hallo? Es hakelt sehr, sehr komisch gerade. Also die FPS-Zahlen stimmen alle. Die sind ganz gut, so weit unterwegs. Aua, aua. Aua. Aber irgendwie, was ist das denn für eine Insel? Na, ob wir da was finden? Da war ja mal eine Rieseninsel wieder. Das sind auch so ruinenmäßig, also Stone. Bauen wir uns doch mal darüber. Vielleicht bauen wir uns... Ne, wir bauen uns noch da direkt. Irgendwie so um Eck.
kriegen wir schon hin. Huch, sollte gar nicht eins tiefer sein. Das sieht ja auch mal... Was ist das? Das sind irgendwelche fehlerhaften Texturen oder komische Schatten. Eins von beiden. Natürlich ist es jedenfalls nicht. Das sind ja halbe Blöcke. Das sind ja nur Striche. Das ist sehr Minecraft-untypisch. So, weiter geht's. Hier, zack, 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 dratz. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Nicht mehr weiter. Okay, ich brauche... Wo sagt die Sonne? Steht noch da oben. Okay, da muss ich einmal zurücklaufen. Schipp. Irgendwie sieht unser Haus von der Seite ziemlich komisch aus, ne? Irgendwie sieht das Haus darunter sehr klein aus, als hätte das ein viel zu großes Dach, so ein Pilzkopf mäßig. Dabei ist es gar nicht so klein, ist eigentlich voll groß sogar. Für unsere begrenzten Möglichkeiten, die wir hier haben, ist das schon eigentlich ganz gut. So. Und eins noch. Zack, 64 mal 2, plus 2. Damit kommen wir auf jeden Fall bei der nächsten Insel an. Ja, ich werde echt leichtsinnig hier. Und wenn es so weitergeht, lande ich da unten auf den fehlerhaften Texturen und bin tot. Und weil es fehlerhafte Texturen sind, verschwinden mein ganzes Inventar irgendwo dazwischen. Oder ich bin selber in einem Status zwischen Leben und Tod und kann gar nichts mehr machen. So wird es sein. Und ich muss essen. 3 Brote verknusert, ganz normal. Mache ich jede Woche, meine Maus hakelt. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen hier so eine Beendigung der Folge machen oder der Aufnahme und ein bisschen gucken, was hier mit meiner Maus los ist. Gucken, ob das irgendwie an der Hardware liegt oder was das ist. Irgendwo scheinen die Probleme zu sein. Ich habe konstant zu 60 FPS, deswegen daran kann es nicht liegen, dass es hier rumhakelt. Und es ist ja auch nur die Maus, ist ja nicht mal das Spiel eigentlich. Na toll. Hallo? So. So wollte ich mich eigentlich gar nicht rüberbauen. Ich wollte mich eigentlich gerade bauen, aber hey. Who cares? Ich glaube, ich verliere nur viel mehr Steine dadurch, ne? Kann das sein? Weil ich mit meinen 64 Steinen einfach mal nicht hinkomme, die ich hatte. Ich glaube, ich brauche sogar doppelt so viele Steine auf diesem... Aber es sieht cooler aus. Naja, ich bin nicht da. Ich bin noch nicht angekommen. Wey, das sieht lustig aus. Okay, ich sammle noch ein paar Goblet-Stones und dann beende ich die Folge, weil das Gehaken geht mir ein bisschen auf die Nerven. Das ist irgendwie... Oh, da unten ist noch Eisen, das wir uns holen können. Dann machen wir das doch direkt. Ich brauche eh Cobblestone. Wo ist es? Da ist es. Gotcha. Wunderbar. Haben wir uns das auch noch geholt und jetzt noch ein bisschen hier durch die Gegend buddeln. Ich sehe einen Scheiß. Ich will aber auch nur Cobblestones haben. Der Rest ist mir egal. Was haben wir denn da unten Feines? Da ist ja noch mehr Rohstoffzeug. Jolt. Ein bisschen Jolt. Ist doch auch mal was Schönes. So. Och, noch mehr Jolt. Wunderbar. Weil man Jolt ja so viel braucht in diesem Spiel. Gold ist echt das sinnlose, die sinnloseste... Der sinnloseste Rohstoff in Minecraft. Muss man ganz ehrlich sagen. Und warum hier mitten im Stein auf einmal ein Holzpflock ist, verstehe ich auch nicht. Gut, einmal wieder hochbuddeln. Das ist noch einer. Nehmen wir alles mit natürlich. Rohstoff ist Rohstoff. Ne, weil Holz ist ja mega... Holz. Gold ist ja mega unstabil. Also die Werkzeuge gehen ja sehr schnell kaputt. Hier so Holzwerkzeuge. Ach, Goldwerkzeuge, nicht Holzwerkzeuge. Ist halt auch ein sehr weiches Metall. Ist ja so. Ist ja nun mal so.
Und als Zahlungsmittel kann man es nicht verwenden. Dafür braucht man ja die Smaragd-Dinger da. Also, naja. So, einmal hier hoch. Huch, da ist Erde. Haben wir uns irgendwo anders hochgebuddelt, als wie wir runtergekommen sind. Wunderschönes Deutsch wieder mal von mir. So, und hier geht noch was. Ich baue das einfach hier ein bisschen aus, ne? Ist hier halt so eine Riesenhöhle, so eine Größe, eine Riesenhöhle vor allem. Riesig groß, riesenscheiße groß. Ne, lustig, wie wir uns gebaut haben, hier so um die Ecke. Und da wieder raus. Ne, ich baue einfach hier so jetzt ab, damit ich genug Cobblestone habe für die nächste Aufnahme, damit ich mir ein paar kleine Dinger, jetzt hat es wieder gehakelt. Hör auf damit. Aber schnelle Mausbewegungen ändern ja auch nichts daran. Dann kann ich mir wieder ein paar von diesen Slab-Dingern bauen und dann läuft das. So, jetzt haben wir hier einen schönen großen Raum mit Fenster und drei Türen. Zwei Türen und eine Wasserrutsche sogar. Und Klo ist auch hier. Das ist auch eine Wasserrutsche, ne? Ja, geil. Gefällt mir sogar. Zwei Wasserrutschen, drei Türen. Normal. So, zurückgelaufen. Back in Business, in unser Pilzhaus. Eine Runde schlafen und die Aufnahme beenden. Was sein muss, muss sein. Sorry, Leute. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch wieder zwei Folgen oder so bestimmt zusammen. Hoffe ich. Vielleicht, unter Umständen. Erst rein, dann zu. Hat sich in der Vergangenheit bewährt. Und gute Nacht. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Bis dahin. Tschüss.